Moin zusammen, wie ihr vielleicht wisst, arbeite ich gerne mit Holzhobeln, allerdings gibt es in meiner Sammlung auch durchaus Stahlhobel. Stahlhobel sind bei uns erst in den letzten Jahren beliebt geworden. Normalerweise kannte man die nur im angelsächsischen und amerikanischen Raum, aber weil die sich so einfach verstellen lassen, hier hinten mit dem Drehrad, ist es natürlich auch für Einsteiger ja eine schöne Möglichkeit, sich intensiver dem Hobeln zu widmen. Und entweder sagt man dann irgendwann, ich will doch nochmal einen japanischen Hobel ausprobieren oder doch mal eher den europäischen Holzhobel. Oder man sagt, bleib einfach dabei, mir macht das genug Spaß. Ich möchte euch heute mal ein paar Indikatoren zeigen, die aussagen, ob es sich um eine gute oder eher mindere Qualität handelt. Darum habe ich hier einmal ein etwas preisgünstigeres Modell rausgesucht. Das ist ein Stanley Handyman. Stanley hat damals das Patent angemeldet für diese Stahlhobel. Und es gibt natürlich im hochpreisigen Segment auch gute Stahlhobel von Stanley. Der hier ist, wie gesagt, ja, Handyman, also eher so ein Heimwerkerhobel. Gibt es aber nicht nur von Stanley, sondern wurde natürlich auch oft kopiert von anderen Firmen. Und dann, ja, genau das Gegenteil, eine doch sehr exklusive Variante von der Firma Clifton. Und ja, wir werden uns jetzt, wie gesagt, einfach mal im Detail die Unterschiede ansehen. Es gibt natürlich zwischen dieser günstigen Variante unter 100 Euro und dieser Variante, die knapp an der 400 kratzt, natürlich auch noch ein Mittelfeld. Aber ja, die Tendenzen dürfen, glaube ich, klar sein, auf was man achten sollte. Die Kamera kommt einmal näher und wir sehen uns zusammen die Unterschiede an. Wir sehen hier, beim teuren Modell wurde mehr Material eingesetzt als beim günstigen Modell. Das macht es insgesamt natürlich ein bisschen teurer, aber auch verwindungssteifer. Das ist schon mal ein guter Punkt. Dass es natürlich mehr Gewicht mit sich bringt, da kommen wir später noch zu. Ansonsten können wir auch sehen, dass dieser Hobel hier breiter ist, also sowohl vom Körper als auch vom eigentlichen Eisen. Wir haben hier einen Unterschied von ungefähr 50 mm, 51 mm zu 46 mm. Kann natürlich ein Plus sein, dass ich mit einem Mal einen breiteren Span abtragen kann. Ob das jetzt unbedingt so wichtig ist, sei mal dahingestellt. Das heißt, wie breit ein Eisen ist, ist meines Erachtens kein sonderliches Kriterium für Qualität oder keine Qualität. Wir bleiben bei optischen Unterscheidungsmerkmalen und sehen uns hier hinten den Griff an. Meines Erachtens wird es in Videos viel zu wenig kommuniziert, wie entscheidend der Griff beim Hobelkauf ist. Denn ein Werkzeug ist eine Verlängerung der Hand und gerade beim Hobeln spüre ich ja, wie hier mein Arm wirklich verlängert wird und hier sozusagen irgendwann zu einem scharfen Eisen wird. Und wenn sich das komisch anfühlt, schon beim ersten Reingreifen, dann kann ich euch schon fast sagen, der Hobel ist nichts für euch. Das heißt, wenn ich hier reingreife, merke ich schon, dass hier unten mein kleiner Finger doch sehr zusammengedrückt wird. Das kann man auf dem Bild jetzt, glaube ich, nicht so gut einfangen. Beim Clifton-Hobel dagegen fühlt sich das wesentlich angenehmer an. Ich greife also hier rein und habe so das Gefühl, das passt einfach. Das spricht jetzt aber nicht ausschließlich für den Clifton-Hobel und ist kein Ausschlusskriterium für unseren günstigeren Stanley. Ich möchte damit einfach nur sagen, am besten beim Hobelkauf vor Ort vorbeikommen, so ein Ding mal in die Hand nehmen und danach entscheiden, passt es oder passt es nicht. Ihr könnt natürlich auch das Glück haben, eher mit kleineren Händen, dass ihr sagt, das passt perfekt und hier der lange Griff, das ist irgendwie nicht so für mich. Kann natürlich auch umgekehrt sein. Es spielt auch keine Rolle, ob das jetzt ein Clifton, ein Veritas, ein Lee Nielsen. Es gibt bei jedem Hersteller etwas andere Griffformen. Und während der eine sagt, ich schwöre auf die Griffe von Tralala, sagt der eine genau das Gegenteil. Das ist auch unabhängig vom Preis. Ihr müsst das meines Erachtens wirklich einfach vor Ort ausprobieren. Ist natürlich im Internetzeitalter auch für den einen oder anderen nicht möglich. Aber wenn ihr die Chance habt, dann nutzt sie auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann bei den günstigen Hobeln wird in der Regel weniger Material eingesetzt und die sind eher meiner Meinung nach, also so wie ich jetzt wirklich schon einige Hobel in der Hand hatte, eher für kleinere Hände konzipiert. Das heißt, wenn ihr wirklich große Hände habt, solltet ihr unbedingt vorher einmal die Griffprobe machen. Es kann auch sein, dass ihr einfach wirklich ja, solche Patschehände habt, dass ihr dann auch mit dem Mittelfingerknochen hier vorne schon an das Drehrad kommt und dann muss man sagen, dann muss man sich nach anderen Hobeln umsehen. Gibt auch welche, die nach hinten verlängert sind für besonders große Hände. Natürlich gibt es auch hier optische Unterscheidungen, was einfach für das Auge etwas schmeichelhafter ist. Allein schon das Holz, was verwendet wird und wenn wir hier dann die Messingschrauben haben oder auch hier hinten diesen Hebel, macht optisch natürlich was her, ist für die Funktion meiner Meinung nach jetzt aber auch erstmal egal.
Was wir aber qualitativ sehen können bei der Klappe, wir haben erstmal hier unten nochmal ein Blech verwendet beim Clifton, was natürlich für eine etwas gleichmäßigere Kraftübertragung sorgt. Und hier ist, grundsätzlich ist es ein Gussteil, der untere Teil nochmal plan gefräst und geschliffen. Bei der günstigen Variante gibt es einfach nur das Gussteil, was im Endeffekt leider dafür sorgt, dass es am Eisen auch nicht ganz so schön anliegt. Und im schlimmsten Falle geht auch mal hier so ein bisschen Span rein, ein bisschen Staub. Und dann kann das irgendwann auch mal für ein bisschen Nervereien sorgen. Das können wir auf jeden Fall schon mal erkennen. Könnt ihr beim Kauf auch drauf achten. Kommen wir meiner Meinung nach zum Herzstück des Hobels. Das ist das Eisen. Wir haben hier die teure Variante, hier die günstige Variante. Und auch hier fällt direkt wieder auf, viel weniger Material im Einsatz. Sowohl hier oben bei der Klappe als auch hier unten an der Schneide. Muss man fairerweise dazu sagen, dass für so beliebte Modelle wie den Stanley sich natürlich im Nachrüstmarkt auch einige andere Varianten finden lassen, wo man dickeres Eisen nachkaufen kann. Aber wir gehen jetzt erstmal von den Auslieferungszuständen an und da können wir hier erkennen, sowohl bei der Klappe, also hier oben, als auch hier unten beim eigentlichen Eisen, was hinterher schneidet, haben wir bei günstigeren Hobeln in der Regel viel weniger Material im Einsatz als hier bei den etwas teureren. Und das bedeutet im Betrieb, dass wir, wenn wir beispielsweise sehr verassetes Holz oder schwierigen Faserverlauf haben, dass dieses dünne Eisen viel mehr zu Vibrationen neigt und wir dementsprechend dann auch diese Spuren im Holz hinterlassen. Das heißt, je dicker Klappe und Eisen sind, desto weniger Vibrationen. Das ist also schon mal eine sehr gute Sache. Dann kann man beim Kauf darauf achten, dass hier vorne die Klappe wirklich plan aufliegt beim Hobeleisen. Das ist, ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann, beim Stanley nicht ganz der Fall. Da gibt es hier eine kleine Abweichung. Und das könnte im ärgerlichsten Fall dafür sorgen, dass sich auch mal hier so ein kleiner Span reinfrisst. Denn eigentlich soll ja diese Klappe den Span brechen und das Eisen zusätzlich stabilisieren. Aber wenn der Spalt zu groß ist, dann zieht sich genau hier so ein Span rein und ja, verstopft die ganze Geschichte, ist ein bisschen nervig. Wenn es also nicht hundertprozentig perfekt plan gearbeitet ist, müsst ihr euch ja vorstellen, das wäre ein zusätzlicher Aufwand gewesen bei der Produktion, der Geld kostet, dann müsst ihr entsprechend einspringen und sagen, okay, alles klar, dann lege ich mir das Ding jetzt auf den Schleifstein und schleife auch so lange, bis es hier vorne schön plan ist. Hier nochmal im direkten Vergleich, ich denke, es ist auffällig, wie viel mehr Material hier verarbeitet wurde im Gegensatz zum Stanley. Wir haben jetzt hier freie Sicht auf den Frosch, das ist dieses Bauteil hier und ja, da wird im Endeffekt jetzt gleich unser Hobeleisen anliegen. Das heißt, es ist entscheidend, dass dieser Bereich hier wirklich plan gearbeitet ist. Nehmt euch einen kleinen Haarwinkel und dann kann man das hier auch schnell und einfach kontrollieren. Und wenn ihr da irgendwie merkt, ja, so wie hier, dass es da so ein bisschen kippelt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es im späteren Betrieb auch dazu kommen wird, dass das Eisen nicht überall plan anliegt, was auch wieder Vibrationen mit sich bringt. Und wie gesagt, Vibrationen wollen wir beim Hobeln vermeiden. Dann gibt es Unterschiede bei der Einstellung vom Hobelmaul. Ihr könnt hier erkennen, da gibt es Schlitzschrauben. Ja, so kann man es erkennen. Hier hinten beim Clifton ist das etwas anders gelötet. Da wird es von hinten eingestellt. Das heißt, hier ist eher noch eine Feineinstellung möglich. Grundsätzlich soll mit dem Verschieben vom Frosch das Hobelmaul groß und klein gemacht werden. Das heißt, bei schwierigem Faserverlauf ist ein kleines Hobelmaul durchaus wesentlich besser in der Handhabung. Allerdings muss ich dazu sagen, wird es bei diesen Varianten wahrscheinlich auch eher selten verwendet. Das heißt, wie das jetzt hier gelöst ist, ist für mich, was die Schnelligkeit der Verstellung angeht, nicht ganz so entscheidend wie die Tatsache, ob ich das hier fein einstellen kann. Denn nichts ist nerviger, als wenn der Frosch sich beim Bearbeiten nach links und rechts bewegt. Und das habe ich hier eher bei den günstigeren Hobeln festgestellt. Also man muss die schon wirklich richtig anknallen. Was auch helfen kann, ihr könnt sehen, das ist dann auch einfach nur die Gussoberfläche, die lackiert wurde. Wenn die einmal etwas angeschliffen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da verrutscht, auch schon etwas geringer. Wie gesagt, ist Jammern auf hohem Niveau. Die Dinger sind in keine Ahnung wie viele Jahrzehnten schon eingesetzt worden und funktionieren. Nehmt das also bitte nicht als absolut vernichtende Kritik. Wir wollen uns ja hier um Details kümmern. Was man natürlich auch immer jetzt schlecht im Video kommunizieren kann, ist, wie lassen sich überhaupt bewegliche Teile bewegen, wie fühlt sich das an? Und ja, da merkt man halt eben einfach auch hier wieder beim Verstellrad unten, da ist einfach etwas mehr Material zum Einsatz gekommen. Es läuft hier beim Clifton oder überhaupt bei hochwertigen Hobeln natürlich auch etwas angenehmer und nicht so scheppernd, wie das hier beim Stanley der Fall ist.
Ja, sind Nuancen, kann natürlich trotzdem funktionieren, aber grundsätzlich ist hier das Spiel in der Schraube einfach größer als bei dieser Variante. Zur Feineinstellung kommen wir gleich. Wir legen jetzt das Eisen wieder ein und dann wollen wir uns noch zuletzt einmal ansehen, ob das Ganze hier wirklich auch sauber verarbeitet ist, was die Rechtwinkligkeit angeht. Ob hier wirklich sauber gearbeitet wurde, also ob alle Ebenen plan und rechtwinklig sind, solltet ihr erst überprüfen, wenn das Eisen eingelegt ist. Und das gilt auch, wenn wir jetzt beispielsweise feststellen, okay, da ist nicht ganz so viel Mühe gegeben worden bei der Oberflächenbearbeitung und wollen das nochmal nachschleifen. Immer erst das Eisen einsetzen, dann schrauben wir es natürlich zurück, dass es hier unten nicht raussteht. Und dann könnt ihr euch auch entsprechend am besten auf einer Granitplatte ein bisschen Schleifpapier auflegen und dann in kreisenden Bewegungen dafür sorgen, dass es irgendwann plan wird. Da muss man natürlich immer ein bisschen gegenrechnen. Das gilt überhaupt für die Aufarbeitung auch von alten Werkzeugen. Lohnt sich das? Habe ich da Spaß dran? Oder kann ich mir auch ein bisschen gegenrechnen und irgendwann feststellen, dass 3 Stunden lang eine Oberfläche zu planen vielleicht nicht die allerspannendste Aufgabe ist? Aber das bleibt jedem selbst überlassen. Da muss man wahrscheinlich auch mal ein bisschen ausrechnen, wie viel Freizeit habe ich, womit möchte ich die verbringen? Ist es mir das wert, ein paar hundert Euro mehr auszugeben oder halt eben nicht? Vollkommen wertneutral. Ich denke mal, da ist jeder etwas anders aufgestellt. Ich will jetzt aber trotzdem überprüfen, am besten nehmt ihr dafür einen Haarwinkel, ob ich hier in einer Ebene wirklich hinterher auch arbeiten kann. Denn wenn die Hobelsohle krumm und schief ist, könnt ihr euch vorstellen, funktioniert das schon nicht. Gleichzeitig möchte ich auch hier an den Anschlag angelegt kontrollieren, ob es rechtwinklig ist. Am besten darf ich auch einmal ans Licht halten oder vielmehr gegen das Licht. Und das mache ich jetzt hier mal eben bei beiden Modellen. Sieht gut aus. Hier ebenso. Also da hatte ich jetzt bei beiden Modellen Glück und das Glück bezieht sich vor allem hier auf den Stanley. Da müsst ihr einfach darauf achten. Es kann natürlich auch mal sein, dass der ein bisschen krumm und schief geraten ist. Es ist nämlich sehr ärgerlich, wenn wir hier an dieser Stelle keinen 90-Grad-Winkel mehr haben. Die Idee ist nämlich, dass wir mit diesem 90-Grad-Winkel auch hier unsere Stoßlade nutzen können. Und da könnt ihr euch vorstellen, wenn jetzt hier der Winkel entsprechend, mal übertrieben gesagt, nicht stimmen würde, können wir auch unser Werkstück hinterher nicht rechtwinklig abrichten. Thema Gewicht hatte ich vorhin schon angesprochen. Wir legen die beiden jetzt einmal nacheinander auf die Waage. Da sind wir hier einmal bei 1,95, knapp 2 Kilo. Und hier bei 1,35 bedeutet, wir haben also ungefähr 600 bis 700 Gramm Unterschied an Gewicht. Das ist ja doch ein ganz schöner Unterschied, wenn man sich hier ansieht, dass es eigentlich nur fast rein optisch jetzt erstmal gleich große Modelle sind. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Es gibt da natürlich verschiedene Meinungen zu. Meine Meinung, wenn ich nur ein paar Hobelzüge mache, dann ist viel Gewicht meines Erachtens immer eine gute Sache. Dadurch liegt er ein bisschen besser auf, ist stabilisierter. Ich habe ja auch, weil so viel Material im Einsatz ist, grundsätzlich auch ein besseres Hobelverhalten, weil ich weniger Vibrationen habe, verwindungssteifer, alles schon gehabt. Allerdings muss ich dazu sagen, und darum arbeite ich auch so gerne mit Holzhobeln, denn wenn wir jetzt hier auch mal die Variante mit Feineinstellung auflegen, dann sind wir bei 1,25. Also das ist von allen Kandidaten hier der leichteste. Dennoch verwindungssteif, weil es ja hier auch ein massiver Hobelkörper ist. Und das ist auch der Grund, warum ich so gerne eigentlich mit Holzhobeln arbeite. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der immer nur 2-3 Züge hier über ein Holz macht, ja, und da ganz feine, dünne Späne abnimmt und dann ganz begeistert davon ist, sondern mir geht es wirklich darum, große Flächen zu putzen, große Flächen zu hobeln überhaupt. Und die ersten 2-3 Züge sind hiermit natürlich angenehmer. Da liegt, wie gesagt, auch satt auf. Wir haben ein schönes Ergebnis. Aber irgendwann, wenn wir die ganze Zeit hier in dieser Bewegung über große Flächen gearbeitet haben, immer wieder hier die Schultermuskulatur beanspruchen, dann bin ich doch ganz froh, wenn ich einen leichteren Hobel habe. Tja, also eigentlich an dieser Stelle hier ein Unentschieden, auch wenn viele in den Internetvideos immer wieder loben. Je schwerer, desto besser, bin ich der Meinung, wenn man wirklich viel mit dem Hobel arbeitet und so schwache Arme hat wie ich, der freut sich eigentlich darüber, wenn er etwas weniger Gewicht in der Hand hat. Wie gesagt, der Kompromiss ist dann aber natürlich auch mehr Vibration. Hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Zum Schluss mal ein kleines Fazit und da direkt am Anfang mal ganz ehrliche, knallharte Worte. Egal wie viel Geld ihr für einen Hobel ausgebt, es ist eine Verlängerung
unseres Körpers. Und wenn das, was verlängert werden soll, nicht hobeln kann, dann könnt ihr noch so viel Geld dafür ausgeben. Bringt euch nichts. Ihr müsst also üben, üben, üben. Da kommt ihr nicht drum rum. Und das sei mal dahingesagt, es ist nicht im Kaufpreis enthalten. Die Arbeit nimmt euch keiner ab. Diese Fähigkeit, dass man diese Bewegung irgendwann verinnerlicht hat und deswegen sich auch keine Sorgen mehr macht, ob das jetzt rechtwinklig ist und ob der Hobel am Anfang zu tief oder zu weit oben ist, das kriegt man nur durch Lernen hin. Und das funktioniert auch viel besser, wenn man das an der Hobelbank übt, als sich das 30. Video bei YouTube dazu angeguckt hat. Wenn das nach dem ersten Mal nicht funktioniert hat, dann macht er noch 3, 4, 5, 6, keine Ahnung, wie viele Hobelzüge. Bleibt einfach mal ein bisschen dran und guckt nicht direkt wieder direkt nach dem nächsten YouTube-Video. Man muss einfach auch mal ein bisschen das Gefühl dafür entwickeln. Ansonsten habe ich euch aber trotzdem unten mal 2 Videos verlinkt, wo ich der Meinung bin, dass diese Menschen durchaus das Hobeln beherrschen. Wenn wir jetzt auch weitergehend hier nur ab und zu ein bisschen Fichtenholz hobeln möchten, und das hat alles einen geraden Faserverlauf, dann ist es auch vollkommen egal, was wir dafür für einen Hobel nehmen. Wichtig ist nur, das Eisen muss scharf sein. Ganz wichtiger Punkt, wenn ihr nicht die Fähigkeit habt, ein Eisen zu schleifen, auch wieder hier unten ein paar Videos verlinkt, auch ein paar, die ich schon gemacht habe, dann bringt euch das auch nichts. Dieser Kaufgrund, der für viele anscheinend dann immer wieder angefragt wird, ist das Eisen denn schon scharf? Bei hochpreisigen Hobeln ist in der Regel das Eisen schon ab Werk geschärft. Es wird aber trotzdem in einem kleinen Zettel erwähnt, wir empfehlen, dass das Eisen noch zusätzlich abgezogen wird. Und wer da schon sagt, habe ich keine Ahnung von, sollte sich unbedingt dieses Wissen aneignen. Denn dann ist es eigentlich auch egal, ob ich einen günstigen oder einen teuren Hobel nehme. Irgendwann ist das Eisen eh stumpf. Und dann bringt euch das überhaupt nichts, wenn es am Anfang mal scharf war. Also lernt zu schleifen. Dann ist das schon mal kein Kaufgrund, denn das finde ich grundsätzlich auch bei Stecheisen, wo wir irgendwann mal zu kommen, ein ganz schlechtes Kriterium. Ihr müsst selber schleifen lernen und dann macht ihr euch auch nicht abhängig von vielleicht einem Hobel, der total gut in die Hand passt, wo ihr sagt, ist auch genau mein Preisbudget, aber das Eisen ist nicht scharf, deswegen kaufe ich mir den nicht. Ist Blödsinn, lernt schleifen, dann könnt ihr euch auch alle Werkzeuge kaufen, die ihr haben möchtet. Wie gesagt, für ein bisschen Ficht und geraden Faserverlauf reicht ein scharfes Eisen, der Rest ist egal. Wenn es dann natürlich schwierige Faserverläufe gibt, wenn ihr auch dauerhaft damit arbeiten möchtet, ist es natürlich toll, dass wir bei den hochpreisigen Hobeln auch in der Regel davon ausgehen können, dass die Eisenqualität so groß ist, dass wir eine längere Standzeit haben, muss also nicht so oft nachgeschliffen werden. Grundsätzlich, weil alles sauber und plan gearbeitet ist, sind weniger Vibrationen drin. Das heißt, Rattermarken haben wir im Hobel auch nicht oder vielmehr im Holz. Und dadurch haben wir auch weniger Faserausrisse. Also ab einem bestimmten Level kommen wir auch nicht mehr drum rum, eine hohe Qualität zu haben, was die Fertigung angeht. Haben wir keine hohe Fertigungsqualität und sagen, grundsätzlich passt mir aber dieser Hobel einfach in der Hand, muss ich die Zeit investieren, das wie gesagt alles nochmal per Hand nachzuschleifen. Könnte ich also aussuchen, entweder mehr Arbeit oder mehr Geld auszugeben. Ich möchte noch mal so ein ganz klein wenig hier den Holzhobel, ich kann es nicht lassen, zur Meldung bringen. Denn es gibt, wie gesagt, auch hier den Reformputzhobel mit Feineinstellung. Und der lässt sich ebenso präzise einstellen, wie wir das hier von den teuren Hobeln kennen. Werft da vielleicht noch mal einen Blick drauf. Sehr günstig, liegt für mich eigentlich, um ehrlich zu sein, immer noch am besten in der Hand. Und passt auch eigentlich in jede, ob große oder kleine Hand, hinein. Gut, jetzt lege ich ihn wieder weg, bevor es Ärger gibt. 2 Extreme, die ich euch jetzt hier mal gezeigt habe, sowohl preislich als auch qualitativ, gibt es da deutliche Unterschiede. Natürlich muss man dazu sagen, zwischen diesen beiden Hobeln gibt es qualitativ und preislich natürlich noch eine ganze Menge Spielraum. Das heißt, ihr habt jetzt von mir eigentlich so ein bisschen nur die Anleitung bekommen oder die Idee bekommen, auf was sollte ich beim Kauf achten. Ich glaube, für mich immer noch der entscheidendste Punkt ist, der Hobel liegt da, ich greife ihn mir und wenn er mir jetzt noch nicht gefallen hat, dann würde das schwer haben, ja, und das kann euch so ein Video jetzt auch nicht abnehmen. Nehmt so ein Ding in die Hand, probiert es aus. Kann natürlich sagen, dass man mit viel Aufbearbeitung auch mit diesen alten Schätzchen hier glücklich werden kann. Es kann aber natürlich auch, und das muss ich sagen, eine Freude sein, ja, so ein Ding in die Hand zu nehmen. Ist natürlich schön verarbeitet. Wir haben hier ein bisschen mehr fürs Auge. Von der Funktion her ist er natürlich auch überragend. Ah, wenn nur der Preis nicht wäre. Naja. Gut, da muss man sich drüber streiten. Ich bin ja jemand, der ganz gerne mit dem Werkzeug arbeitet und nur selten anguckt, aber das verschiebt sich ja hier und da bei den Werkzeugfans durchaus. Wichtig ist, das Ding muss funktionieren, muss gute Ergebnisse liefern. Schaut euch die Punkte an, lernt schleifen und lernt
ein bisschen Geduld bei der Bearbeitung mit Handwerkzeugen. Es geht halt eben nicht so schnell, als wenn man einfach ein Stück Holz durch einen Hobel schiebt. Das ist dann einfacher, als hier dafür zu sorgen, dass es sauber ausgearbeitet wird. Ja, das war's schon. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ein Werkzeug ist, wie gesagt, eine Verlängerung. Und wenn das, was verlängert werden soll, nicht funktioniert, ja, dann macht das der Hobel auch nicht so viel besser. Jetzt hassen mich sowieso alle.